So, jetzt Schulter links, nach vorne denken, nur nach vorne denken beim Angaloppieren. Gut, das war besser jetzt. So, und jetzt sehen wir, das Angaloppieren ist schon gut. Die Parade in den Schritt ist immer noch so mit so einem ganz kleinen Zusammensacken und Weiterlaufen, wo das Pferd einfach noch mehr tragen muss. So, mal einmal den Zirkel ein bisschen kleiner jetzt. So, gut, wieder rantreiben, wieder fordern, wieder rantreiben, wieder fordern. So, noch mal ein bisschen mehr rantreiben, noch mal ein bisschen mehr aufnehmen, äußere Schenkel noch mal mehr ran, noch mal ein bisschen mehr aufnehmen. So, und dann gleich mal, genau wie du es jetzt hast, und dann in der Parade innerlich denkst du gleich mal an anhalten einmal, ne? Einmal an, so, das war viel besser, brav. Ja, so, da muss man auch so in dem Training dann ruhig mal einmal so eine ganz kleine Idee schärfer parieren, damit das Pferd noch mal deutlich aufmerksamer auf die Hilfen reagiert. Gut gemacht, prima, gut. So, jetzt machen wir das ruhig noch einmal, genau so. Und dann lassen wir sie noch eine Idee mehr in der Genickhöhe weitergehen. Jetzt reagiert sie ja. So, nochmal mehr aufnehmen, weiterreiten, ja, schön konzentrieren. Einmal wieder durch eine halbe Parade das Hinterbein wieder mehr ranholen. Was kerniger haben wollen, rantreiben, genau. Langsam aufnehmen, rantreiben und aufnehmen und kürzer und rantreiben und aufnehmen und kürzer. Genau da. Und dann oben lassen wollen. Ja, müssen wir noch einmal wiederholen. Ne, wir sehen jetzt in der Parade, taucht das Fett immer noch mal ein bisschen ab, weil es sich noch mehr oder nicht genügend jetzt an der Parade tragen kann auf dem Hinterbein. Und da müssen wir noch mal ranarbeiten, dass wir noch mal an die Genickhöhe denken in der Parade. Viel besser. So. Und dann nehmen wir das auch hin, dass ein, zwei Tritte vielleicht noch ein ganz bisschen laufen sind. Das nehmen wir aber hin. Das ist gut so. So, ganz in Ruhe. Gut. Ne, dann galoppieren wir noch mal wieder an.